Ich nehme mal vorneweg, das lohnt sich meines Erachtens nach nicht. Ich zeige immer dann so ungefähr, was man investieren müsste hier. Zwei Akkus, 50, 60 Euro, das sind Gel-Akkus, Kabel, Anschlussterminal und so weiter. Das läppert sich. Nichtsdestotrotz, ich habe so zwei Akkus geschenkt bekommen, die stammen aus einer Notbeleuchtung, waren schöne Gehäuse dabei und wenn man es halt hat, dann kann man es auch mal verbauen, dachte ich. Hier sieht man, wie ich dann aus zwei Kunststoffplatten, die eine, da werden die Schrauben reingedreht und eine zweite wird dann unten drunter gelegt und also beide hier auf das Gehäuse draufgeschraubt, isoliert gegen den Gehäusedeckel und der linke, da kommt der Pluspol dran und der rechte kommt der Minuspol dran. Einfacher ging es nicht, die Anschlussterminals, die ich so gefunden habe für 12 Volt, die waren recht teuer. Dann habe ich zwei gute Sicherungen gekauft, zweimal 25 Ampere, um die Batterien einzeln trennen zu können, falls mal was wäre. Denn das ist nicht ganz ungefährlich, wenn Batterien ungleichen Typs verschaltet werden. Das hatte ich im Garten mal gemacht, da ist dann eine heiß geworden, da kann auch mal was auslaufen oder gar explodieren. Also das ist schon nicht ganz ohne dann so Selbstbaugeschichten mit Akkus. Aber hier die Batterien sind gleichen Typs und sind ordentlich abgesichert und ja, macht natürlich auch Spaß, sowas zusammenzubasteln. Die Akkus, das sind AGM Gel-Akkus, 12 Volt, 12 Amperestunden. Das sind also rechnerisch bei Parallelschaltung 288 Wattstunden. Wenn ich das alles hätte, inklusive dem Kaufpreis von den zwei Akkus, wenn ich sie neu gekauft hätte, zusammenrechne, wäre ich bei knapp 100 Euro gewesen. Es gibt sehr schöne Powerstations, zum Beispiel von Sincroy mit 296 Wattstunden und Wechselrichter, richtige 220 Volt, reiner Sinus und so weiter für unter 200 Euro. Also das lohnt sich eigentlich nicht wirklich, wenn man da die Brocken wirklich kauft und das zusammenschraubt. So, jetzt sieht man hier die fertige Einheit mit den Sicherungen und den zwei Anschlussterminals sozusagen, den zwei Schrauben. Und jetzt habe ich noch eine Eurobox gekauft für 10 Euro, habe die Löcher ausgebohrt für die Bedieneinheit. Das ist auch eine fertige Bedieneinheit, kriegt man bei über Amazon für 12,50. Da ist ein Schalter dran, eine 12 Volt Kfz-Steckdose und 12 Volt USB-Anschlüsse. Unter der Klappe mit den 12 Volt USB-Anschlüssen ist auch eine Spannungsanzeige mit drin. Ja, laden tue ich das einfach, indem ich dann ein Ladegerät an die zwei Schrauben dann per Klemmen anklemme. Und außer den genannten Ausgängen habe ich hier keinen Wechselrichter und nichts dergleichen. Das ist jetzt so ein Spannungsversorgung der einfachsten Art.